Parade kam. Und hoch. Setzt sie auf. Das ist auch sehr wichtig. An. Hier. Was ist denn das um Himmels Willen? Kommt schon, Jungs. Das können wir doch wohl besser. Siebenfach gequirlte Scheiße. Das ist das hier. Mal ganz lyrisch ausgedrückt. Guck mal, die Alte. Ist irgendwas witzig? Ja, sag's mir ins Gesicht. Konzentration, Tom. Ey, sind wir Komiker? Tom, probieren wir es doch mal. Und hoch. Drehen. Und jetzt paddeln wir mit den Armen. Ganz locker. Okay. Das ist grauenvoll. Das stimmt, Leute. Wir haben den Flow verloren. Was für ein Flow? Nichts ist im Flow. Hör mal, wenn du zu nah rechts bist, kann ich mein Bein nicht drüberlegen. Du redest hier nicht mit deiner Frau. Die Bewegung ist zu kompliziert. Das ist es nicht. Nicht nur das, Luke. Die Tatsache, dass es für uns hoffnungslos ist, hilft uns nicht. Tatsache ist aber, jetzt es ist geht das wieder los. Das Leben ist bedeutungslos. Nein, ist du musst dich nur dran gewöhnen. Du musst dein motorisches Gedächtnis aufrufen. Das ist eine Frage der Fitness. Es ist eine Frage der Übung. Eigentlich ist es eine Frage der Zahlen. Wenn das Ziel ist, sich als ganze Einheit zu drehen, dann braucht man eine perfekte Symmetrie. Aber im Moment kollabiert ihr in der Mitte, weil euch der Drehpunkt fehlt. Euch fehlt die Apex-Variable. Ist das eine Automarke? Was heißt Apex-Variable? Ja? Das ist ein Punkt, um den sich andere Punkte bewegen können. Das Entscheidende ist, man braucht dafür eine gerade Anzahl. Das ist das Beste für fließende Bewegung. Was bist du, ein Synchronschwimmer mit Asperger-Syndrom? Kurt, komm, lass das. Was? Ich bin Buchhalter. Reine Mathematik, das meiste beruht darauf. Asperger. Achte nicht auf ihn. Zeig uns, was du meinst. Heather? Warum hast du Moms Handy? Wie schlimm ist es? Billy, ich komme sofort. Ich muss weg. Warte. Warte einen Moment. Entschuldigt. Halt! Wenn ihr wollt, dass die Figur klappt, geht das nur mit einem weniger. Ein Coach. Ja, einen, der es von außen sieht. Jemand, der weiß, was wir können. Und was wir nicht können. Ja. Wollt ihr das wirklich alle? Ja. Weil ihr alle wirklich, wirklich überzeugt sein müsst. Ich rede von 4 Stunden am Tag Minimum, 6 Tage die Woche, 4 Wochen lang. 96 Stunden. Asperger. Es wird hart werden. Ich warne euch, ich nehme keine Gefangenen. Ich werde sehr grausam sein. Ihr werdet es noch bereuen, dass ihr mich das gefragt habt. Bewegung, ihr faulen Säcke! Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt! Ich spüre meine Beine nicht mehr! Gut, also ich weiter, Mann! Meine Schenkel brennen! Genieße das Brennen! Ich liebe es, wenn es brennt! Verbrenn mich! Und? Wie lange sind Sie bereits Buchhalter? 300 Jahre. Was ist mit dir los, Eric? Du bist nicht mehr du selbst. Ich weiß nicht mal, ob du mich noch liebst. Hallo, Eric. Du triffst dich mit einem anderen. Das ist der Sex. Ach Gott, Eric. Ich kann jetzt wirklich nicht... Kann ich dich nicht befriedigen? Es ist eine Frage der Fitness. Es ist eine Frage der Übung. Eigentlich ist es eine Frage der Zahlen. Regel Nummer 1. Niemand redet über den Schwimmclub. Was ins Becken geht, bleibt im Becken. Männer synchron schwimmen? Sie sehen hier das britische Männerteam. Ja. Das hier ist nicht irgendein Club. Es ist eine Idee. Ein Protest. Gegen die Sinnlosigkeit des Lebens. Gegen das, was es uns geworden ist. Das ist voll schräg. Ich denke, Mom hat recht. Du drehst durch, Dad. Das sind Männer. Wieso sind das Männer? Liegt an den Chromosomen, denke ich. Fahrt doch auch nächsten Monat nach Mailand. Mailand? Da ist die Weltmeisterschaft. Ein absolutes Nein. Niemals. Wieso sollte ich mir das ansehen? Weil ich da mitmache. Ich möchte wirklich, dass du stolz auf mich bist. Auf was? Dass du mit Männern schwimmst?